Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Drian. Ich bin vom Daily D-Pad und ich möchte heute einen Naked Run in dem Spiel Dark Souls versuchen. Heute ist ein bisschen übertrieben. Ich werde bestimmt in einer Stunde oder so aufgeben. Und das nicht nur, weil der Speicherplatz meiner Festplatte dann voll ist. Was ist ein Naked Run? Dark Souls, davon hat vielleicht schon mal jeder gehört irgendwie. Das ist dieses Spiel für kranke Masochisten. Nun ja. Manche Leute bekommen noch nicht genug von diesem Spiel und machen solche kranken Sachen wie ohne Rüstung dieses Spiel zu bestreiten. Und das versuche ich heute mal. Und ich schmatz wie der Joker. Gut, das Wichtigste am Anfang dieser Kreation, dieser ganzen Geschichte ist das Kreieren eines Helden. Ich würde ja gerne einen weiblichen Charakter spielen, weil man die ganze Zeit nackt herum. Ich meine natürlich, weil ich mich da mit meiner femininen Seite eher verbunden fühle. Ja, machen wir das doch einfach mal. Ich arbeite heute nicht nur mit dem einen Handicap, nackt zu sein, also fast nackt zu sein, bis auf die Unterwäsche. Wer mehr hofft, der ist ganz klar ein bisschen blöd im Kopf. Ich spiele nicht die PC-Version, also ist hier nichts mit Modden. Ich bin leicht erkältet. Ich bin auch ein bisschen duselig, weil ich gerade eben mangels eines Taschentuchs in meinen Brillenputztuch reingeschneuzt habe. Und ich spiele auf einem winzigen Bildschirm mit schlechter Quali, um den ganzen Kram überhaupt aufzunehmen. Und ja, ich weiß nicht. Vielleicht noch irgendwas anderes. Ach so, ich spiele normalerweise keine Ausweichkünstler, die in diesem Spiel eigentlich notwendig wären, sondern meine Strategie in Dark Souls bestand bisher darin, alles abzublocken, was Schaden verursachen kann. Oh, Magieschaden, ich rüste meinen Zauberhut aus. Oh, anderer Schaden. Ich schnapp mir Havels Schild und pump genug ins Stamina rein, um kein Stamina-Schaden zu haben. War das Endurance? Habe ich Endurance? Ach, egal, ich rede zu viel. Gut. Ich möchte einen Magier spielen. Irgend sowas in der Art. Das bedeutet Attunement 15. Ich habe noch nie einen richtigen Magier gespielt. Das Beste, was bisher bei mir in Sachen Spiritualität geschah, war ein Pyromane. Resistance Intelligence. Ich könnte auch einfach ein Deprived spielen. Nee. Oh, das sieht ja schon. Gewöhnt euch an den Rücken, den werdet ihr häufiger sehen. Bleiben wir doch einfach mal beim Zauberer. Der hat doch ganz ordentlich. Dexterity ist Level 3, das bedeutet, wir werden schnell Level aufsteigen. Warum hat die Frau standardmäßig eine Glatze? Ich meine, ist jetzt nichts Verwerfliches, aber darum muss natürlich den Master's Key, damit ich die ganzen Türen öffnen kann, die mir vorher schon ordentlich Schaden machen können und damit ich schneller durch Blighttown durchkomme. Ein bisschen vorgelesen habe ich mich natürlich. I like lower large bodies. Ich habe das halbe Dark Souls Wiki im Kopf. Nein, habe ich nicht. Ich werde größtenteils, beziehungsweise hoffentlich die ganze Zeit, ohne Wiki-Einträge spielen. Das bedeutet, ohne Sachen nachzugucken. Also, falls ich irgendwas Dummes vergessen haben sollte, zum Beispiel, wenn ich irgendwie am Friedhof am Anfang vorbeilaufe und ihr dann sagt, oh, dieser dumme Riegel, der hat gar keine Ahnung, warum sammelt er nicht das Kanu-Geist? Dann schreibt es mir doch bitte in irgendwelche Comments, sei es nun bei YouTube oder sei es auf dem Daily D-Pad. Lieber wäre es mir auf dem Daily D-Pad. Am besten noch, wenn ihr angemeldet seid und nicht als Gäste. Ja, so ist das. Dann kann ich zurücklaufen und den Kram einsammeln. Ihr könnt mich auch irgendwie per Messenger anschreiben, falls ihr mich findet, oder per E-Mail, das ist mir egal. Aber Comments sind geil. Ich stehe auf Comments. Tiny Head! Top Heavy. No Armor bedeutet natürlich keine Klamotten, aber ich werde trotzdem noch ein Schild tragen. Ganz suizidal bin ich dann doch nicht. Vielleicht mache ich später im Spiel noch irgendwie eine Ausnahme, wenn irgendwas Witziges passiert, zum Beispiel, falls ich das irgendwie Symbol of Avarice finde. Keine Ahnung, oder ich lasse mir eine Made auf dem Kopf wachsen. Ich weiß gerade gar nicht, ob das irgendwas auf die Stats gibt. So, ihr wollt jetzt eigentlich mal, dass ich langsam hier meinen Kram aussuche. Der Rücken ist entscheidend, der Rücken ist entscheidend. Top Heavy. Ja, machen wir halt Lower Large Body.
Jubilant. Ich wusste gar nicht, dass die Katharina-Leute schwarz sind. Man sieht die ja nie unter ihren Zwiebelrüstungen. Nee, dubiöse. Eerie. Schon so ein bisschen eerie. Far East Traveler. Doch. Er schnupft, ja. Achso, das mit dem Wiki, das zählt jetzt für mich mal noch weiter zu den Handicaps dazu. Es ist eigentlich vollkommen egal, das Gesicht zu machen, weil die meiste Zeit wird man sowieso hallo rumlaufen und aussehen wie die Scheiße. Es tut mir leid, dass es so lange dauert. Ich tue mich immer sehr, sehr schwer mit Charakterauswahl. Das muss perfekt sein und meistens, wenn ich mir dann was ausgesucht habe, ist es hinterher doch nicht meinen Ansprüchen genügend und ich fange nochmal von vorne an. Da sieht man ein bisschen die Kopfhaut durch. Das ist jetzt nicht ganz so geil. Braided. Ah! Okay, straight B. Bun oder braided. Das ist nicht leicht. Ich bin jetzt erstmal für Bun, aber ich glaube, mein anderer Major hat exakt dieselbe Frisur. Braided ist eigentlich eher was für Ginger-Leute oder für Könige. Ich glaube, ich brauche mal was Straight B. Sieht ein bisschen verwuschelt aus, aber das ist okay. Color. Ja. Okay, das ist eine Japanerin oder eine Asiatin. Dann geht entweder nur schwarz oder Dark Purple. Oder wenn man Sephiroth spielt. Okay, der war lahm. Black. So. Einen Namen bräuchten wir doch vielleicht. Das ist das Schwierigste. Ich werde viel herumlaufen. Herumlaufen und herumspringen. Mal gucken, ob ich das hier ausreizen kann. Madam. Okay. Leerzeichen geht nicht. Ich könnte das Madame abkürzen, aber so gut ist es auch wieder nicht. Mir fällt nichts ein. Gott verdammt, hätte ich mir das mal vorüberlegt. Pfolitessa. Oh Gott. Okay. nee, eigentlich wollte ich. Achso, mit Steuerkreuz natürlich. Ja, geht los mit Politessern. In the age of ancients. Damals. Unformed, als ich noch jünger war. By fog. A land of grey crags, arch trees, and everlasting dragons. Ich weiß, dass Dark Souls nicht viel Story hergibt, aber ich mag sie trotzdem eigentlich. So vom Mythos her, da gibt's extrem viel von zu holen. And with fire came disparity. Vor allem aus den ganzen Waffenbeschreibungen. Das ist enorm interessant zu lesen. And cold, auch wenn's Englisch life ist. And death. Hurts that give you strong power. Light and dark. Und das sieht aus wie der Anfang von Lost Odyssey. Oh no, alles fällt runter. From the dark, Kai, warum habt ihr überlebt? And found the souls of lords within the flame. Das reimte sich nicht. Nito, the first of the dead. Das sind aber mehrere Erste. The Witch of Izalith and her daughters of Chaos. Pretty Nito. Ach, die Witch, die hat's auch nicht leicht. The Lord of Sunlight. Motherficker. And his faithful knights. Die sehen nicht aus wie Sunlight Warriors, die sind zu schwach. So easily forgotten.
Die Theorie ist ja, dass man als Dark Souls Chosen Undead der späte Abkomme von Pygmy ist. With the strength of lords, they challenge the dragons. Und das soll daran liegen, dass Pygmy eben zu den originalen Menschen gehört oder so? Und generationsweise darauf gewartet hat, dass die Menschen endlich zum Zug kommen und möchte, dass das große Feuer gelöscht wird, um das Age der Dunkelheit einzuleiten und so den Menschen eine Chance zu geben. Nito, so gut! And Seath, the scales, betrayed his own. And the dragons were no more. Nito wäre sowas, was Jose spielen würde. Er steht einfach mal nur da und macht Area Damage, indem er seine Achseln lüftet. Nein, aber passiv. Alles passiv. Jose hasst es, sich auf Buttons zu drücken. The Age of Fire. Persönlich hätte ich nichts gegen Age of Fire. Es ist mir hier viel zu kalt. But soon the flames will fade and only dark will remain. Yes! Wir können uns noch entscheiden, ob wir am Ende das Feuer linken wollen oder nicht. There are only embers. A man sees not light, but only endless nights. And amongst the living are seen. Gibt's da Theorien? Wer ist die blonde Frau? Darkseid, yes! It's me! Warum eigentlich Accursed? Ich meine, der Chosen Undead ist doch ein geiler Typ, oder nicht? Er ist Chosen. Und das Gerät hätte ich gerne. Das habe ich beim Anfang gar nicht beim Undead Merchant gekauft. Ich dachte mir, was, wie viel willst du dafür? 100 Seelen? Lol. Und gut, dass eine Freundin mich vor kurzem noch darauf aufmerksam gemacht hat, dass es relativ zum Anfang bereits einen Zauberermeister-Lehrling-Typen gibt, der einen Sachen beibringt. Hätte ich sonst übersehen und bis Big Head Logan würde ich sonst keine Magie bekommen. Das wäre doch eine Weile hin. Nun ja. The undead are corralled and led to the north. Das corralled wirklich ein Wort. Where they are locked away to await the end of the world. This is your fate. Okay, ich warte hier bis zum Ende der Welt. Pestratten! Ja, meine Gesichtswahl war durchweg positiv. Wär's doch nur Solaire. Aber der Typ ist auch gut. Warum kann man ihm eigentlich seine Rüstung nicht klauen? Ha. Die Leiche gammelt. Siehst du. Dann hab ich schon Soul Arrow. Ach ja. Den kann ich doch jetzt ohne meinen geilen Katalyst gar nicht spielen, oder? Richtig. Ach. Die Standardausrüstung findet man ja erst noch. Blub, nichts. Dasselbe? Achso, ja, erstmal ausziehen, ne? Schwupp, 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 schwupp. Bye bye, Kleidung, ich werde dich vermissen. Oh, Black Separation Crystal, der ist nützlich. Darkseid habe ich nie benutzt. Wer braucht das? Wer will das? Na gut. Ach du Scheiße. Okay. Sieht gut aus, Oma. Vielleicht vergesse ich irgendwas. Man weiß ja nie. Vielleicht kann ich parieren, Opa. Nein, nein, die Wand, sie rettet dein Leben. Aber du hast Seele und die will ich haben. Du bist ja immer noch.
Okay. Die ersten 20 Seelen. Nice. Boah, ich kann punchen. Nice, 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 nice. Ich hätte so gern ein Schild. Entschuldigung, ich muss hier kurz husten. Bevor ich euch hier ins Mikrofon huste, huste ich lieber in die gestummte Leere. Was habe ich jetzt schon Bock, den fucking Dämon zu besiegen? Das wird klasse. Erstes Bonfire. Ich kann jetzt bestimmt schon ein Level holen. Oh, nein. Ja, da habe ich es nicht geschafft. Attune Magic. Nice. Nope. Design Level, glaube ich. Ach ja. Ja. Geht los. Schöne Frau. Öffne sie bitte den Tür. Ich gehe dann schon mal. Murder Seeker. Ja, Entschuldigung. Da kann ich euch jetzt nicht den Nervenkitzel geben. Darf ich hier auf Level? Meine Energieleiste ist so klein. Und ich glaube, sie wird auch nicht größer werden. Wenn ich in so ein... Geplant! Shit. Du! Muttersöhnchen. Okay, immerhin. Schilder darf ich. Moment, was? Darf ich nicht? Ach, ich... Wenn man irgendwie 30 Spielstunden sein Equipment nicht ändert, dann... Ja, sieht so gut aus. Boop. Ja, lauf nur weg. Lauf nur weg. Kriegst gleich auf die Mütze, kriegst du. Digga. Ist bestimmt ein bisschen geiler. Ja, ein kleines bisschen. Irgendwas mache ich hier falsch. So. Junge. Ja, ich will bestimmt zum Scheißding zurückwechseln. Blüpp. Na, du kriegst jetzt. Du kriegst jetzt aber. Kriegst du. Hast gekriegt. Bekommen heißt es im Deutschen. Oder bekommen freundlicher ist und nicht so nach Krieg klingt. An dieser Stelle habe ich auch sehr, sehr lange gesessen. Und hier in die Ecke hat immer irgendjemand geschrieben, hey, hier ist eine Illusory Wall. Surprise! Da ist keine Illusory Wall, aber ich glaube ja alles. Ich spiele übrigens online. Und ich werde auch immer mal wieder versuchen, genug Humanity zusammen zu kratzen, dass auch Leute mein Spiel invaden können. Ich werde versuchen,